Das Schöne an den Medientagen ist ja auch, dass wir einen Einblick in Start-ups bekommen, die wir vielleicht noch nicht ganz auf dem Schirm haben. Kann man bei euch überhaupt noch Start-up sagen? Euch gibt es ja schon seit 2013. Ja, das stimmt. Nee, bei uns kann man auf jeden Fall noch Start-up sagen, weil wir hatten so viele Produkt-Switches, dass wir auf jeden Fall noch ein Start-up sind. Mobalo. Was kann man sich unter eurem Start-up genau vorstellen? Was wir machen, ist lokalisierte Mobile-Werbung. Das heißt, wir liefern Werbung aus in Apps, die du schon hast, basierend auf der Location, angereichert mit Daten. Zusätzlich bieten wir den Werbetreibenden eben einen sehr detaillierten Einblick in ihre Kampagne, sodass man eben auch viel mehr Insights generieren kann, sowas wie Bewegungsströme und sowas, dass ich komplette Marktzonen eben auch dadurch, wo eben Werbung geschalten wurde, visualisieren kann und eben anonymisiert aufzeigen kann, wo bewegen sich Leute und daraus eben auch andere Marketingmaßnahmen, Out-of-Home-Maßnahmen und so weiter ableiten kann. Wenn wir jetzt mal ein konkretes Beispiel nehmen. Ich sitze in einem Café, habe zahllose Apps bei mir installiert, die den Ort preisgeben. Ja. Und dann wird mir von einem Klamottenladen nebenan plötzlich eine Werbung angezeigt. Ist das letzten Endes... Genau, das wäre ein Use Case. Wenn du dann in den Klamottenladen gehst und da auch nochmal Shazam aufmachst oder irgendwie sowas, würde ich dich da auch nochmal sehen und daraus könnte ich praktisch ableiten, aha, hat die Werbung gesehen und ist auch in den Laden gegangen. Wenn ich dich dann in den nächsten 2 Wochen noch regelmäßig an Spielplätzen sehe, dann würde ich sagen, aha, Mutter mit Kind. Wahrscheinlich. Möglicherweise, genau. Also ich war auch sehr oft auf Spielplätzen. Aber ja, also das ist praktisch, und dann kann man das praktisch dem Kunden zur Verfügung stellen, weil unser USP ist eben, dass wir eben dem Kunden die ganzen Daten geben. Also im Vergleich zu den ganzen Walled Gardens wie Google, Facebook und so weiter, wo du zwar Werbung machen kannst, die dir aber natürlich deine Daten ja nicht geben. Ja, das heißt, du machst da was und es funktioniert dann vielleicht, aber das war's dann auch. Wie leicht ist es denn für euch, an solche Daten ranzukommen? Weil es hat ja eigentlich keiner gerne, seine Daten abzugeben, oder? Ja, das stimmt. Also die sind praktisch aus den Apps, die die Location verwenden dürfen. Und da ist ja auch kommuniziert, dass es für Werbezwecke sein kann. Genau. Und wir wissen ja noch am wenigsten. Also wir anonymisieren ja und poolen zu 30 Usern zusammen und so weiter. Das heißt, wir sind da datenschutztechnisch halt sehr safe. Wenn ich mir jetzt als Unternehmen eure App letzten Endes oder eure Software... Nee, wir haben Zugriff auf Zehntausende von Apps. Okay. Ah, verstehe. Genau. Okay. Also wir kriegen die Daten aus Zehntausenden von Apps, die eben die Location-Daten verwenden dürfen. Mhm. Und wir haben darauf eben durch einen automatisierten Weg Zugriff. Nach knapp 4 Jahren kannst du ja auch schon sagen, wie erfolgreich ihr mittlerweile seid. Ja, also wir hatten, wie gesagt, diverse Pivots im Produkt. Wir haben mit etwas ganz anderem angefangen. Wir haben angefangen mit einer Plattform, wo wirklich der kleine Bäcker an der Ecke seine eigene lokalisierte Mobile-Werbung schalten kann. Dann haben wir gesehen, okay, ja, irgendwie finden das größere Corporates und Media-Agenturen auch mal spannend. Das hat aber dann relativ schlecht skaliert und so. Und jetzt sind wir eben auf dem Weg, dass wir sagen, okay, wir machen eben komplexere Datenanalysen auf diesen Werbekampagnen praktisch. Also im Endeffekt ein sehr aufgeblasenes Reporting, was wir da eben dem Kunden auch anbieten. Du wirst ja morgen auch einen Vortrag über die Gründerszene in Deutschland halten. Mhm. Gibt es denn in Deutschland überhaupt eine Gründerszene? Es gibt sie schon, aber wir haben keine Gründerkultur. Das ist das Problem. Also das setzt an ganz vielen Stellen an und kristallisiert sich auch an sehr vielen Stellen raus. Also wenn man sich zum Beispiel die 10 reichsten Amerikaner anschaut, davon sind 7 Gründer. Bei den Deutschen ist unter den reichsten Gründern, unter den 10 reichsten Menschen einer. Und der auch nur so halb. Woran liegt das genau? Das liegt an sehr vielem. Das liegt daran, dass die deutschen Tugenden halt nichts damit zu tun haben, wie ein Gründer funktioniert. Ja? Also proaktives Handeln haben wir nicht, Risikobereitschaft haben wir auch nicht, so dieses Ownership, ne? So ich mache das jetzt und ich nehme mich dem Problem mal an und löse das. Das sind alles Sachen, die haben wir nicht. Und es fängt natürlich auch ganz, ganz früh an. Also wir sind da im internationalen Vergleich sind wir am letzten Platz so ziemlich, was die Ausbildung angeht. Also niemand wird in seiner kompletten Ausbildung, ob das Grundschule, Gymnasium, Hauptschule oder Universität ist, mit Gründung konfrontiert. Also eigentlich nicht mal der BWLer.
Und das ist natürlich ein absolutes Unding. Das heißt, die Leute kommen raus und können halt eigentlich, ja, haben keine Insights, wurden nicht mit positiven Beispielen konfrontiert und das ist natürlich dramatisch. Ausbildung ist die eine Sache und die andere Sache natürlich auch die Kultur, die man wahrscheinlich so schnell nicht verändern kann. Denn das ist, ich glaube, das kennt jeder von uns. Mama und Papa sagen, ach Mensch, mach doch was Handfestes. Was willst du da? Genau. Was gründen? Genau. Was, wie? Richtig, das ist das Kernproblem tatsächlich. Also das ist das, was meiner Meinung nach das Kernproblem ist, ist das soziale Umfeld und das heißt eben auch die Kultur. Ne? Also wenn man eine geile Ausbildung hat, dann heißt es, Mensch, geh doch zu Siemens, wenn du jetzt gründest, dann heißt es, ja, spinnst du und so, du hast so eine geile Ausbildung, ja, geh doch zu BMW oder so. Und das ist natürlich sehr schwierig, weil der Gründer ist natürlich schon, ich meine, er geht ein irrsinniges Risiko ein, dadurch, dass er gründet, obwohl er in Deutschland ja durch unser Sozialsystem relativ weich fallen würde. Aber wenn er sich dann auch noch im kompletten sozialen Kontext anhören muss, was bist denn du für ein Vollidiot, dass du gründest, dann macht es halt auch keiner, ne? Also, das ist halt der Unterschied in Amerika. Wenn du sagst, in Amerika, du bist ein Gründer, irgendwie auch wenn du scheiterst und so weiter, alles nicht so das Problem. Aber du bist erstmal, wenn du gründest, ein Unternehmen gründest, bist du erstmal ein Rockstar. In Deutschland bist du halt der Depp. Und da müssen wir uns alle an die Nase fassen, alle Eltern, die ihren Kindern sagen, nimm dich mal nicht so wichtig und so, ne? Du bist nur ein kleines Rad im Wagen und so. Diese ganzen deutschen Sprüche, die sind natürlich eine völlige Katastrophe für die deutsche Gründerkultur. Aber du bist ja ein sehr gutes Beispiel, dass es funktioniert. Ja, ja, ich bin halt auch Stoiker. Ja. Also ich gebe halt auch nichts drauf, was irgendwer sagt, das so. Ne? Und das ist halt eine Art und Weise, wie man damit umgehen kann. Ne? Also, aber das sind halt sehr, sehr wenige. Ne? Also wenn besonders viele Leute meiner Meinung sind, da werde ich immer skeptisch. Ne? Alle anderen finden es großartig. Ich sage, ah, da kann was nicht stimmen. Ne? Weil, ja. Sehr schön. Sein eigenes Ding machen ist auf jeden Fall ein sehr gutes Motto. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem Panel, bei deinem Vortrag über die Gründerkultur und ganz viel Erfolg mit eurem Startup, dass er vielleicht bald gar kein Startup mehr ist. Ja, vielleicht, ja, das wäre wünschenswert. Ja. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, ciao.